Ja, Under Canvas verlassen und jetzt mal wieder was ganz Neues ausprobiert. Wir sind auf der Ponderosa Ranch. Und das Erste, was überhaupt war, bevor wir eingecheckt sind, ich musste Ronja erstmal erklären, was Bonanza war. Denn da fehlen die 5 Jahre, Bonanza kannte sie nicht mehr. Nee. Kommen wir aber zurück zu unserem Aufenthalt Bonanza in unserem Pferdewagen. Wir haben geschlafen wie die Cowboys. Und möchtest du anfangen? Mhm, also die Ponderosa Range ist ein bisschen weg vom Zion Park, also vielleicht 5 Minuten, nein, 10, 15. Also wir haben schon 30 Minuten gebraucht. Okay, okay. Auf jeden Fall sehr erhöht, also ich glaube auf wie viel Meter sind wir? Wir sind auf 1981 Meter, genau gesagt. Doch, genau, also knapp 2000 Meter, was sich auch sehr lohnt, weil es ein bisschen kühler ist. Und diese Range besteht eigentlich aus, aus Zelten, aus Glamping-Zelten, also ähnlich wie bei Under Canvas. Ja. Aus diesen Kutschen, die man auch im Hintergrund sieht. Ja. Aus kleinen Hüttchen, ja, oder Cabins, Häuschen Cabins oder so. Nennen genau, sie das so hier. Holzhäuschen, ja, genau. Genau, ich glaube, diese drei Arten gibt Richtig. Es. Richtig. Dann gibt es in der Mitte eigentlich eine Rezeption. Ich habe immer Mühe mit diesem Wort. Rezeption. Rezeption, genau. Wo man sich einchecken kann, wo es auch ein kleiner Laden noch drin hat mit Souvenirs und Kleider und so. Und dann noch eine Küche. Also man kann frühstücken, man kann Abendessen, am Mittag gibt es auch etwas. Das ist aber alles nicht inbegriffen, muss man einfach zusätzlich dazu bezahlen. Ja, genau. Und auch hier die Besonderheit, aber ich glaube, das haben wir jetzt fast überall gehabt. Ihr zahlt einmal für einen Becher und ihr könnt so viel Kaffee und alles andere nachholen, wie ihr wollt. Ja, also das ist schon cool, wenn es schmeckt. Ja, aber der Kaffee ist okay. Genau. Weiter haben wir natürlich die Sanitäranlagen. Also man hat das nicht hier in dieser Kutsche, sondern das ist wie auf einem Campingplatz. Also es sieht eigentlich genau auch aus wie auf einem Campingplatz. Ja, vollkommen. Sanitäranlagen, Dusche, Waschmaschine mit Tumbler, was sich für uns sehr gelohnt hat. Natürlich viele Lavabos, also wirklich großzügig Platz. Es wird nie eng oder so. Und dann gibt es auch noch einen Pool. Ja, und sogar 2 Arten von Pools. Es gibt einmal den Pool, wo man sich abkühlen kann, und 2 Whirlpools, wo richtig heißes Salzwasser drin ist. Und das war phänomenal. Richtig viel Blubber. Ja, genau. Wir haben ja in einem anderen Video erzählt, dass wir den Observation Point gewandert sind mit knapp 12 Kilometern. Mhm. Und nach den 12 Kilometern, denn das Coole ist, der Whirlpool hat bis abends um 10 Uhr auf, sind wir in den Whirlpool gegangen und das war göttlich. Ja, also wir konnten so die Muskeln entspannen. Richtig, und alles. Wir konnten uns richtig entspannen und gleichzeitig noch so ein bisschen von dem Sonnenuntergang sehen. Das war schon genial. Ja. Und generell gibt es sehr viele Möglichkeiten hier auf der Ponderosa Ranch. Es gibt halt Tennisplätze, es gibt, wie wir gerade schon gesagt haben, Swimmingpool, Whirlpool, es gibt eine Kletterwand, es gibt eine 18-Loch-Minigolfanlage, es gibt Basketballkörbe. Also wirklich, das ist ein kleiner Freizeitpark hier drin. Ja. Ziegen laufen frei rum und alles Mögliche. Stimmt. Es ist aber so groß aufgebaut und so breit gefächert, dass man eigentlich sagen kann, man stolpert niemand anders groß über den Weg, sondern man hat wirklich seinen Freiraum für sich. Kommen wir mal ein bisschen zur Kutsche. Wie findest du die Kutsche? Ja, die Kutsche ist eigentlich ein bisschen vergleichbar wie mit einem Zelt. Ja. Es ist also eigentlich wirklich gemütlich gemacht. Wir haben viel zu viel Platz. Wir haben ein Doppelbett und wir haben noch 4. Ja, wir haben 2 Doppelbetten. Links 2? Nein, ich wollte nicht sagen, ein Doppelbett. Also ein großes Zweierbett, wo wir drin geschlafen haben, und dann noch 2 Doppelbetten. Also insgesamt werden noch 4 Personen mitnehmen können. Kleine Fußballmannschaft. Wirklich viel zu viel Platz. Aber war eigentlich wirklich gemütlich da drin. Ja. Mhm. Ja, und dann geht's weiter. Wir haben ja gesagt, Freizeitaktivitäten, die Kutsche etc. Und ich würde sagen, kommen wir so langsam zu den Vor- und Nachteilen. Vorteile. Also, was wir gerade schon gesagt haben, es ist riesig hier, man läuft sich nicht über den Weg. Die Kutsche ist auch mal was ganz anderes. Ja. Der Vorteil an der Kutsche ist, man hat Strom. Stimmt, also, das heißt, wir konnten sehr viel aufladen. Mhm. Und der andere Vorteil ist, das ganze Resort hat ein super gutes Wi-Fi. Ja. So konnten wir auch wirklich mal so ein paar Backups ziehen und alle Videoaufnahmen und Daten, alles, was wir bis dahin gemacht haben, auf den Server packen, dass es nicht verloren geht, falls irgendeines der Geräte ausfällt. Ja. Und, oh, die Drohne, die muss ich irgendwann auch nochmal schnell auf den Server packen, weil wenn die abstürzt, ist alles weg, was wir angemacht haben. Ja, und dann hatten wir noch als weiteren Vorteil
Der Whirlpool. Der Whirlpool wirklich ist der Hammer schlechthin, dass wir, wenn ihr eine große Wanderung macht oder wenn wir eine Wanderung gemacht haben, da entspannen, war genial. Mhm. Und jetzt kommt der wichtigste Vorteil von allem, weil wir haben halt nur ein gewisses Maß an Handgepäck mitgenommen für 2,5 Wochen, die Waschmaschinen. Für nur $1 konntet ihr eine komplette Wäsche starten, für einen weiteren Dollar das Ganze auch noch trocknen. Und Seife kann man auch aus dem Automaten rauslassen. Ja. Und alles jeweils $1 und das muss man bedenken, das ist extrem günstig. Ja, ja, also genau. Für $3 wirklich einen kompletten Waschgang von Waschmittel über Wäsche waschen bis hin zum Trockner. Für uns wirklich wichtig gewesen. Mhm. Ja. Mhm. Und hat sich auch gelohnt, oder? Absolut. Ja, hast du da Vorteile? Ja, es gibt noch einen Infopoint, ja, also wir sagen mal Infopoint, sowas vor der Rezeption. Ja, stimmt. Und dort kann man sich eigentlich einfach erkundigen, nach, sei es Wanderungen oder Ausflüge. Also die Frau gibt einem einfach Infos, die hat Pläne, die sagt einem genau, wo man hinfahren muss, für was. Also man kann auch dort direkt Ausflüge buchen. Ja. Man kann es auch online später dann selber buchen, was wir dann so gemacht haben. Das ist einfach noch ein cooles Zusatzangebot. Ja. Da haben wir dann auch die Reitstunde gebucht und die war auch nicht teuer. Pro Person $69 und für 59, eine glaube, oder 59, ja. Für eine Stunde und was alles geboten wurde, fand ich sagen, absolut fairer Preis. Ja, würden wir gerade nochmal machen. Ja. Ja, genau. Weitere Vorteile, Wasser gibt es auch, also ein Wasserspender, wo man sich Wasser auffüllen kann. Das ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt und einfach landschaftlich ist es wirklich einfach der absolute Hammer. Es ist wirklich schön, also auch im hohen Sommer, es ist wirklich angenehm, es kühlt in der Nacht total gut runter und es ist einfach, also man hat eine super Aussicht, wunderschöne Sonnenaufgänge, es ist einfach traumhaft schön hier. Selbst im Hochsommer, wenn ihr hinfahren solltet, nehmt abends einen Pulli mit, weil den braucht ihr, es wird richtig frisch. Es ist angenehm, aber im T-Shirt könnte schon etwas kühl werden. Ja. Kommen wir zu den Nachteilen. Genau. Da lasse ich dich mal reden. Also ich bin ja etwas heikel, was das Essen anbelangt. Und ja, ich war zuerst ein bisschen enttäuscht. Ich habe dann in mein erster Kaffee, ich habe mich so gefreut auf den Kaffee und es stand dann nur so eine Nestle-Packung mit irgendwelche Cream und das war natürlich total gesüßt und eklig. Und ich habe erst heute herausgefunden, dass es einen Kühlschrank hat, wo man sich Milch holen kann. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass es keine normale Milch gibt. Ja. Genau, aber es gibt Milch, also alles gut soweit. Das Essen muss halt, stopp. Aber wie ist denn der Kaffee generell? Du hast jetzt nur über die Milch gesprochen. Ja, ich würde sagen, er ist okay. Ja. Es gibt für mich besseren, aber er ist okay. Ich finde ihn okay. Also ich finde ihn gut. Es ist nicht super gut, aber dafür, dass es hier ein Riesenresort ist und man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen sollte, der Kaffee ist gut. Ja, das Essen hat mich persönlich nicht so überzeugt. Also das Frühstück hat mir nicht wirklich geschmeckt. Die Pizzen sind sehr gut, finde ich. Also keine italienische Pizzen, aber sie schmecken wirklich gut. Aber sonst halt auch wieder viel Fast Food, Burger und ganz ehrlich, ich habe die Nase langsam voll von diesem Fast Food und ja. Welcome in America. Ja, aber mir hat es einfach hier nicht ganz so gut geschmeckt, die Küche. Aber ja, das ist Ansichtssache. Ja. Vielleicht, wenn ich noch was dazu sagen könnte, um es nicht ganz schlecht zu reden. Ich würde sagen, die Küche ist durchschnittlich. Es ist einfach so ein typisches Fastfood-Restaurant in einem Resort. Man kann essen, man kann überleben. Es ist nicht jetzt grundschlecht oder eklig, aber man merkt halt schon, dass man wirklich in einem kleinen Fastfood-Restaurant ist und man jetzt nicht das große Steak oder sonst was erwarten kann. Ich glaube, das ist auch gar nicht deren Ziel. Deren Ziel ist eigentlich eher wirklich die Familien abzuholen und da ist natürlich einfach und schnell gemacht, wenn man Fastfood serviert. Ja, absolut. Ja. Also und ja, es klingt halt immer so besser auf der Karte, als man, wenn man es dann bekommt, ist das für mich oftmals ein bisschen eine Enttäuschung. Aber nicht nur hier, sondern eigentlich so ein bisschen überall leider. Das ist halt sehr gegensätzlich auch zu anderen Canvas, was wir hatten, weil da war das Essen wirklich gut. Das heißt, Essen würde ich sagen, als Nachteil eher durchschnittlich. Man kann es essen, man kann überleben damit. Ja, aber es ist auch praktisch groß. Natürlich, dass es hier Essen gibt, absolut. Mir persönlich schmeckt es einfach nicht so. Ja. Haben wir weitere Nachteile? Ja, ansonsten würde ich sagen, so viele Nachteile gibt es eigentlich gar nicht, weil es ist ein schöner, alter, aber sauberer Campingplatz, um das mal zusammenfassend zu sagen. Da kommen wir eigentlich mal zum Fazit. Ja, der Preis
Ja. Jetzt hoffen wir, die Kamera schaltet nicht wieder ab. Ja, stimmt, wir sprechen über Preis. Und hoffentlich. Ja, genau, bevor wir dann zum Fazit kommen. Der Preis, $100 die Nacht für zwei Personen in so einem Waggon. Die anderen Preise, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Und das würde ich sagen, absolut fair. Absolut für das, was, fair. Hier geboten wird. $100 die Nacht ist wirklich super. Also saubere Kutsche und... Oder sauberer Waggon, Kutsche, wie auch immer, wie man das nennen möchte. Ja. Es war wirklich toll. Man konnte gut drin schlafen, schönes Bett, wir haben gut geschlafen. Mhm. Also $100, absolut fair, würden wir jederzeit wieder zahlen. War nicht zu teuer, nicht zu günstig, weil es ist jetzt kein normaler Campingplatz, sondern wirklich ein kleines Resort, wo man halt vom Schwimmbad über verschiedene andere Freizeitaktivitäten alles im Begriffen hat. Deswegen fair. Genau. Ah, genau, vielleicht noch ganz kurz, haben wir vergessen. Die Kutsche hat ein Code, wo man eingeben muss, wo man am Anfang beim Einchecken erhält. Und da muss man einfach den Code eingeben und dann geht das Schloss auf. Also es ist nicht wie beim Undercanva im Zelt, wo einfach offen ist und es ist wirklich verschlossen. Und das ist auch eigentlich ein Vorteil noch. Ja. Wichtig ist auch, wenn man alles drin lässt und die Tür zumacht, muss man sich den Code merken, weil sonst muss man zur Rezeption zurück. Haben wir natürlich nicht gemacht. Nein, am ersten Abend wir waren müde, es war stockdunkel und wir haben die Tür zugemacht und plötzlich, oh shit, der Code. Ja, genau, wollten einfach nur Zähne putzen und ins Bett und standen dann mit der Zahnbürste vor der Tür. Oh oh, wie war der Code nochmal? Und mussten nochmal zurück zur Rezeption. Aber total nett, da haben uns schnell geholfen, haben uns den nochmal extra aufgeschrieben und durch das Erlebnis haben wir uns den auch schnell merken können. Ja, kommen wir zum Fazit. Würden wir das hier weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man wirklich so das Western-Feeling, Range-Feeling haben möchte, es lohnt sich. Es ist eine wunderschöne Gegend, man kann von hier aus wirklich tolle Ausflüge machen im Zion Park, aber auch auf der anderen Seite, wie eben Ausritt oder ein Ausflug nach Kanab oder andere Ziele. Also es ist, und auch einfach hier zu sein. Man kann hier zum Beispiel grillieren, es hat noch eine Feuerschale, wenn man möchte. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch einmal einen Tag auf der Range zu verbringen oder eben hier direkt die Wanderung zum Observation Point zu machen. Also wirklich, wir würden es weiterempfehlen. Ja, also wirklich, es ist richtig toll hier. Was man vielleicht sagen sollte, die Ponderosa Ranch, man merkte schon, man sieht es, sie ist schon älter, aber sie ist gepflegt. Also sprich, die Anlagen, man sieht, sie sind älter, aber sie sind sauber. Man sieht keinen Schimmel, kein gar nichts. Und es ist wirklich vollkommen ausreichend. Die Waggons, die sind super gemacht. Und und vielleicht noch mal einen letzten Satz zu dem Preis, weil ihr zahlt halt pro Kabine oder pro Kutsche. Und das rein theoretisch für $100 die Nacht könnte jetzt hier eine sechsköpfige Familie übernachten. Und da würde ich sagen, der Preis ist dann schon mega günstig. Absolut, absolut. Ja. Also da neben uns hat es auch ganz viele Kinder drin. Ja. Ich meine, die zahlen überhaupt nicht viel. Verglichen mit einem Hotel oder so, wo du wahrscheinlich viel Plus mehr bezahlen die kostenfreien würdest. Freizeitaktivitäten, die alle dabei sind. Genau. Ja. Ja, das war das Fazit. Genau, und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter zum Bryce Canyon. Wir dürfen weiter. Wir freuen uns eigentlich schon, weil jetzt kommt der nächste Nationalpark. Wir fahren zum Bryce Canyon und sind schon ganz gespannt, was uns da erwartet. Wollt ihr wissen, was uns dort erwartet? Dann bleibt dran und schaut rein im nächsten Video. Genau. Habt ihr Kommentare, Rückmeldungen, Fazit, wart ihr auch schon mal hier oder irgendetwas? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, genau, weil wir sind natürlich nicht allwissend und haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefuttert. Kann auch sein, dass wir irgendetwas vergessen haben, wieder zu viel über einen anderen Punkt gequatscht haben. Schreibt es einfach, wir sind für alles dankbar. Macht's gut, bis dann. Ciao.